Der heilige Hieronymus. Nach heutigen Maßstäben vielleicht nicht ganz so heilig. Zeit seines Lebens war er in persönliche Streitigkeiten verwickelt und theologisch konnte er mit seinem großen Zeitgenossen Augustinus nicht mithalten. Was ihn trotzdem bedeutend gemacht hat für die Kirchengeschichte, das wollen wir uns in diesem Video einmal anschauen. Hallo, ich bin Tobias, schön, dass du eingeschaltet hast. Die Kirche hatte nach der Konstantinischen Wende einiges an Macht und Einfluss im Römischen Reich gewonnen, im 4. Jahrhundert nach Christus. Allerdings, es fehlte ihr noch etwas an geistiger Größe. Sie hatte noch keine Männer hervorgebracht, die sich im Intellektuellen an einem Cicero messen konnten, an den klassischen Autoren. Das sollte sich im Verlauf dieses Jahrhunderts ändern. Mit Männern wie Augustinus vor allem, aber auch Ambrosius oder Hieronymus. Was Hieronymus geleistet hat, das wollen wir uns in diesem Video einmal anschauen. Seine größte Leistung, für die er heute noch bekannt ist, ist wahrscheinlich dieses Buch hier, die Vulgata. Das ist die lateinische Übersetzung der Bibel, des Alten Testaments und der Evangelien, die durch das Tridentinische Konzil im 16. Jahrhundert als die maßgebliche Bibelübersetzung für die katholische Kirche festgelegt worden ist. Und dieses Werk, die Vulgata, steht symptomatisch eigentlich dafür, was das eigentliche Interesse des Hieronymus war. Hieronymus war nicht wirklich an Theologie und an dogmatischen Fragen interessiert. Er richtete sich eigentlich immer Zeit seines Lebens nach der Orthodoxie, nach dem, was die kirchliche Obrigkeit als die wahre und richtige Lehre ausgab. Das verteidigte er auch starken Wortes, aber wirklich eigenständig, systematisch nachdenken konnte und wollte er nicht. Sein Steckenpferd war die biblische Philologie, die Exegese und Auslegung des biblischen Textes, die Arbeit mit dem Text selbst. Dass er so eine Leidenschaft für den biblischen Text entwickelte und später die Bibel sogar übersetzte, war nicht selbstverständlich, denn zunächst hatte er auch die klassische Bildung genossen, ähnlich auch wie ein Augustinus. Er kam aus Dalmatien, Sohn einer durchaus begüterten christlichen Familie und hatte dann eben in Rom früh die klassische Rhetorik kennengelernt, durch Donatus, einen der berühmtesten Rhetoriker seiner Zeit, und er schrieb über die Bibel zu jener Zeit, dass sie ihn ehrlich gesagt anekelte. Diese plumpe Sprache der Propheten konnte nicht mithalten mit der stilistischen Feinheit eines Cicero. Das erinnert uns ganz stark an Augustinus. Aber eines Tages hatte Hieronymus einen Traum und da wurde zu ihm von einer göttlichen Stimme gesagt: Hieronymus, du bist kein Christ, sondern du bist ein Anhänger des Cicero. Und das muss ihn so bewegt haben, dass es bei ihm wirklich zu einer Art Bekehrung kam. Auch das ist parallel eigentlich wie bei Augustinus fast zu sehen. Daraufhin beschloss er, Asket zu werden, eine Art mönchisches Leben zu führen, und zwar in der Nähe des Heiligen Landes bei Antiochia in Syrien, wo das asketische Mönchtum zu dieser Zeit eine regelrechte Blüte erfuhr. Er nestete sich dort in eine Höhle ein, lernte ein bisschen Griechisch und Hebräisch, um auch in der Bibel zu lesen, und setzte sich intensiver zuerst mal mit dem biblischen Text auseinander. Wichtig war für ihn in dieser Zeit aber tatsächlich auch noch die Ausübung der praktischen, geradezu mönchischen Askese. Allerdings, das lag ihm nicht so wirklich. Im Zuge dieser Bekehrung, die dem Traum folgte, hatte er sich selbst und Gott geschworen, nie wieder einen heidnischen Autor zu lesen. Allerdings war er ein bisschen wahrscheinlich unglücklich mit diesem Schwur, denn die intellektuelle Auseinandersetzung mit feingeschliffenen Texten, das fehlte ihm. Was es in der Wüste bei den ganzen heiligen Mönchen zuhauf gab, das waren theologisch spekulative Theorien über die göttliche Natur Christi. Das war damals ein großes Thema. Damit konnte Hieronymus aber gar nichts anfangen. Er schrieb zweimal einen Brief an den Bischof von Rom, Damasus,
Er solle ihm bitte sagen, woran er zu glauben habe in dieser Frage, damit er sich danach richten könne. Also er hatte da wohl keinerlei Interesse, eigenständig sich eine Position dazu zu bilden. Und auch später sollte er nie mit einer wirklichen Leidenschaft an solchen dogmatischen Fragen arbeiten. Die Kasteiungen des Asketenlebens in der Wüste waren eigentlich auch nichts für den Charakter des Hieronymus. Und so kam es, dass er nach circa 2,5 Jahren in der Wüste diese Lebensform einstweilen wieder aufgab und nach Konstantinopel ging und nach Rom ging, also in die Zentren, in die neuen großen Zentren der Christenheit und sich dort wieder in seinem eher akademisch anmutenden Lebensstil bewandelte. Er las viel, schrieb viel und erlangte sogar dann am Hof des Damasus, also diesem Bischof von Rom, an den er vorher die Briefe geschrieben hatte, einiges an Einfluss. Als Damasus jedoch starb, sah sich Hieronymus gewissermaßen in Gefahr, denn er hatte einen durchaus ungestümen Charakter und war vielen Leuten Feind. Und so kam es, dass er dann aus Rom wegging, und zwar Richtung Palästina. Und dort in Bethlehem baute er dann eine Art Kloster auf, für sich und einige weibliche Begleiterinnen von ihm. Da baute er noch 3 Frauenklöster und in dieser Umgebung sollte er dann Zeit seines Lebens hinfort wirken. Die meiste Zeit dort wandte er dann für exegetische Studien am Bibeltext auf, wofür er natürlich erstmal noch richtig Hebräisch lernen musste. Er war mit seinen Hebräischkenntnissen bis dahin nicht zufrieden und nahm Unterricht bei einem jüdischen Rabbi. Dieser wiederum traute sich aus Angst vor seinen Glaubensgenossen nur nachts zu Hieronymus zu gehen, um ihm Unterricht zu erteilen. Die so gewonnenen Hebräischkenntnisse waren die Voraussetzung für sein Werk der Bibelübersetzung aus dem Hebräischen heraus. Bis dahin hatten die Christen hauptsächlich die Septuaginta benutzt, also den griechischen Text, die griechische Übersetzung der Bibel. Aber Hieronymus meinte, man müsse zurück zur Vorlage, zum Urtext, zur, wie er es nannte, Hebraica Veritas, zur hebräischen Wahrheit. Darin könnte nur die eigentliche Wahrheit des biblischen Textes verborgen sein. Ganz interessant ist, dass Hieronymus sich im Zuge dieser Überlegungen auch durchaus kritisch distanziert zu den sogenannten Apokryphen oder deuterokanonischen Schriften geäußert hat, also zu jenen biblischen Büchern, die nur in einer griechischen Fassung, nicht aber in einer hebräischen Urfassung bekannt waren. Und ganz ähnlich sollte dann später auch in der Reformation die evangelische Kirche ihren Bibelkanon festlegen. Hieronymus war durchaus versiert im Umgang mit den beiden wichtigsten Auslegungsmethoden seiner Zeit, nämlich der allegorischen Exegese einerseits und der historisch-wörtlichen Auslegung andererseits. Bei der allegorischen Exegese ging es darum, allgemein religiös-sittliche Wahrheiten aus dem biblischen Text herauszulesen, dahingegen die historisch-wörtliche Auslegungstradition versuchte er herauszufinden, was haben die Schreiber eigentlich ursprünglich gemeint. Und für einen philologisch geschulten Mann wie Hieronymus musste das über kurz oder lang dann auch die bedeutendere Auslegungstradition werden, auch wenn er sich von der allegorischen Exegese nie ganz getrennt hat. Hieronymus muss unglaublich produktiv gewesen sein. Er hat sehr viel geschrieben und gelesen. Und bei so einer Arbeitslast ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass ihm auch hin und wieder einige Flüchtigkeitsfehler unterlaufen sind, die ihm später durchaus von vielen Leuten vorgeworfen worden sind. Auch seine Hebräischkenntnisse wurden teilweise kritisch bemängelt, aber man muss Hieronymus zugute halten, dass er durch diese fast wissenschaftliche Herangehensweise an den biblischen Text wichtige methodische Grundlagen legten, die sich auch später, viel später noch, als bedeutsam erweisen sollten. Im 16. Jahrhundert hat sich der Humanist Erasmus von Rotterdam gerne mit Hieronymus beschäftigt, wohingegen ein Martin Luther von Hieronymus nicht viel hielt. Für Martin Luther war der große Kirchenvater Augustinus. Meines Erachtens eine der bedeutendsten Nachwirkungen des Hieronymus liegt, wenn auch indirekt, in den methodischen Grundlagen, die er legte für die Herausbildung einer historisch-kritischen Forschung an der Bibel, am biblischen Text,
wie sie dann vollends im 19. Jahrhundert entstand, interessanterweise im Lager des Protestantismus, wohingegen ein Martin Luther sich ja noch sehr reserviert gegenüber Hieronymus geäußert hatte. Sein Desinteresse an den theologisch-dogmatischen Fragen seiner Zeit wird Hieronymus oft zum Vorwurf gemacht. Aber ich glaube, dass wir auch etwas von ihm lernen können, nämlich: Der biblische Text ist es wert, ihn genau zu untersuchen. Der biblische Text ist so interessant, dass wir die Frage stellen sollten: Was wollten die Autoren der Bibel ursprünglich sagen? Und um diese Frage geht es hier auf meinem Kanal in sehr vielen Videos, auch um andere Themen aus der Antike, dem Altertum, fremde Kulturen und so weiter. Wenn dich diese Themen also interessieren, abonniere doch jetzt kostenlos meinen Kanal. Wenn du die Glocke betätigst, kriegst du auch Benachrichtigungen über meine neuen Videos. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.